Was ich auch dazu sagen muss, ist, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass die Milano meiner Meinung nach eine Waffe ist, die nicht für jedermann, die nicht jedermanns Sache ist, ja. Ist halt ganz klar einfach eine, in Anführungszeichen, Pro-Gamer-Waffe, ja, und wirklich, die Waffe erfordert sehr viel Skill meiner Meinung nach, auch mit dem. Was geht YouTube? Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Leute, wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, geht es heute mal um die Milano. In dem Video zeige ich euch einfach mal das in Anführungszeichen beste Setup. Ja, ich habe mir da ein paar Gedanken zugemacht. Ich habe wieder mal die Milano ordentlich zelebriert. Ja, ein paar Tage gespielt, ein paar Sachen da routiniert und auch geguckt, welche Aussätze am besten für die Waffe sind. Vielleicht noch mal weg, im Hintergrund seht ihr ein paar kurze Gameplay-Ausschnitte von mir, die ich mit der Waffe gespielt habe und die euch hier gleich erwartet. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Und ja, Leute, viel Spaß beim Video. Ja, Leute, da sind wir jetzt auf jeden Fall im Klasseneditor angekommen. Ich habe einmal zwei Milanos für euch vorbereitet. Einmal die Milano, wie ich sie spiele. Einmal mit Revolver halt und einmal mit Draufgänger. Also die Wildcard ist eigentlich egal. Es geht eigentlich nur darum, einmal mit Revolver halt oder nicht. Gehen wir einfach mal erstmal auf die Revolver halt Klasse ein, die ich mir eingerichtet habe, ja. Ich muss dazu auch vorweg sagen, Leute, die Milano hat ja jetzt seit der Season 2 ein kleines Update bekommen, ja. Die wurde ein bisschen gebufft. Ich blende hier einmal die Patch Notes ein. Genau. Gehen wir einfach mal drauf ein, was man gut spielen könnte, wenn man denn das Revolver-Held-Perk drauf hat, ja. Und zwar, ich sage euch ganz ehrlich, ich brauche immer ein Visier, ja. Man kann nicht festschreiben, welches Visier hier am besten ist. Ich bin aber immer so jemand, ich spiele immer mit dem Microflex-LED-Visier oder mit dem Hawksmoor-Visier. Das sage ich auch wirklich in jedem anderen Klassen-Setup. Ist einfach seit BO2 bei mir im Hirn rein interpretiert worden, ja, dass ich nur noch mit dem LED-Visier spielen kann, ja. Muss man aber jetzt aber auch nicht viel zu sagen. Es gibt auch einige, die spielen ohne Visier. Ja, die spielen Draufgänger. Also, ne, die spielen Revolverheld ohne Visier, ne. Verschwenden dann einfach einen Aufsatz. Ist aber auch nicht schlimm, ja. Anschließend, Leute, gehen wir zur Mündung. Hier habe ich einmal den Infanteriekompensator. Hier war ich mir am Anfang echt unschlüssig, ob ich dann doch lieber den SOCOM-Eliminator nehmen sollte oder nicht. Hab dann aber für mich empfunden, dass der Infanteriekompensator besser geeignet ist, ja. Gehen wir einfach mal zum Lauf, Leute. Hier bin ich ganz klar. Da habe ich schon mal ein Video zugemacht, ja. In dem einen Commentary habe ich das mal erwähnt, wo hier die zwei Unterschiede sind, habe ich auch gezeigt. Ich werde das jetzt in dem Video, glaube ich, nicht genau erläutern, also nicht mal nochmal zeigen, weil es wird einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn ihr da Bock drauf habt, checkt das Video ab oder probiert mal wirklich die beiden Läufe aus. Also nicht die, nicht, sorry, nicht den 9,5 gezogenen, sondern den hier. Ich persönlich bin wirklich der festen Überzeugung, dass diese 20% Projektilbeschleunigung wirklich die Waffe ausmachen, ja. Leute, probiert es für euch aus und schreibt es mir dann mal in die Kommentare, ja. Ich habe es halt wirklich, wie eben schon erwähnt, in dem einen Video gezeigt, wie die beiden Läufe sich spielen. Ich blende das Video hier mal ein, habe dann aber wirklich, ja, unterm Strich den 10,5 Ranger-Lauf am besten fürs Zocken empfunden, ja. Gehen wir einfach mal weiter zum Körper. Hier haben wir ganz einfach den klassischen Laser, ja. Braucht man auch nichts Besonderes zu sagen. Anschließend, Leute, würde ich euch hier empfehlen, wenn ihr eher die Leute seid, die viel moven beim Schießen, dann empfehle ich euch einmal den Vordergriff, ja, den normalen Vordergriff. Wenn ihr aber die seid, die jetzt wirklich nicht viel Movement brauchen und die wirklich beim Sprayen einfach so sich nur so leichte Bewegungen brauchen, dann empfehle ich euch den Feldagentengriff, wie ich ihn spiele, ja. Genau, Leute, diese 30% Bewegungstempo beim Feuern werdet ihr auf jeden Fall merken, ne? Ich bin aber wirklich so jemand, ich finde das Aim so wirklich besser, ja. Also es muss nicht immer ein krasser Nachteil sein, wenn ihr langsamer seid beim Feuern, ja. Habe schon mehrere Situationen gehabt, wo ich damit wirklich besser von weggekommen bin, als mit weniger Bewegungstempo beim Feuern. Ich habe es für mich ausprobiert und ich finde den Feldagentengriff am besten für mich. Deshalb habe ich auch den hier ins Video reingenommen. Anschließend, Leute, die 45-Schuss-Trommel. Habe ich einfach deswegen gemacht, weil diese minus 10% Nachladetempo eigentlich gar nicht so viel sind. Dafür habt ihr 45 Patronen im Magazin. Das ist auf jeden Fall ziemlich krass, wie ich persönlich finde. Ihr könnt auch das Nachladetempo nehmen, aber Leute, ihr müsst halt für euch entscheiden, ob euch diese 13 Schuss pro Magazin was wert sind. Mir auf jeden Fall, ne? Deswegen habe ich sie auch genommen. Ihr könnt sie ja mal für euch ausprobieren. Anschließend, Leute, kommen wir jetzt einfach mal zum Handgriff. Hier habe ich zwei Varianten für euch. Entweder den plus 25 Handgriff, also man nennt ihn auch den Schlangengriff, wie ihr hier sehen könnt, oder aber die Luftelastikumwicklung. Ich muss ehrlich sagen, von den Stats ist eigentlich der Schlangengriff besser, aber ich habe hiermit das bessere Movement gemacht, auch wenn hier wirklich das Bewegungstempo beim Feuern wieder drinnen ist. Ich persönlich empfinde es hiermit am besten. Probiert es für euch aus, Leute. Und anschließend kommen wir noch einmal zum Schaft. Hier, Leute, habe ich auch einmal zwei Sachen für euch, die ihr beachten müsst. Und zwar, wenn ihr viel aus der Hüfte sprayt, empfehle ich euch ganz klar den hier.
den Marathon schafft, wenn ihr eher so wirklich auf Distanz spielt und ein bisschen schneller rusht und ein bisschen weiter hinten sein könnt, finde ich, dass der Plündere Schaft am besten für euch geeignet ist. Aber Leute, müsst ihr auch wieder mal so ein bisschen für euch ausprobieren. Der Rest ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Also die Schäfte. Genau, Leute. Was ich auch dazu sagen muss, ist, was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass die Milano meiner Meinung nach eine Waffe ist, die nicht für jedermann, die nicht jedermanns Sache ist, ja. Ist halt ganz klar einfach eine, in Anführungszeichen, Pro-Gamer-Waffe. Ja, wirklich, die Waffe erfordert sehr viel Skill, meiner Meinung nach. Auch mit dem Lauf, den ich euch gezeigt habe, könnt ihr wirklich ein bisschen was rausholen, ja. Wo ich die Waffe hochgezockt habe, fand es richtig schwierig, mit der Waffe zu spielen, ja. Weil halt einfach die Mündungsgeschwindigkeit sehr low ist bei der Waffe, ja. Deswegen ist die Waffe auch sehr schwierig zu spielen. Ihr braucht halt wirklich sehr gutes Aim, um mit der Waffe gut umgehen zu können. Aber Leute, probiert es für euch aus. Ich habe wirklich überlegt, ob ich die Waffe ab Level 30 aufgebe zu zocken, weil ich halt einfach nicht der beste Spieler bin. Muss man einfach mal ganz klar und ehrlich sagen, ja. Aber Leute, auf Distanz habt ihr mit der Waffe nur gute Karten, wenn ihr gut aimen könnt, ja. Gehen wir einfach mal weiter zu Milano ohne die Revolverheld Wildcard. Hier habe ich ganz klar einmal nur den Sokom-Eliminator, den 10,5 Ranger-Lauf, einmal dann den Feldagenten-Vordergriff und die Luftelastikumwicklung und einmal dann den letzten Schaft, ja. Probiert es für euch aus, ne? Wie ich gerade eben schon erwähnt habe. Ihr könnt zwischen den zwei Sachen switchen, wie ich vorhin erwähnt habe. Und ja, Leute, ich weiß nicht, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde da immer auf alles antworten. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein in eine Runde. Beziehungsweise, ich werde euch einfach mal jetzt ein paar Gameplay-Ausschnitte noch hinten einblenden. Einfach mal so nichts wirklich Sweatendes, ja. Einfach mal so just for fun. Einfach nur noch ein paar Gameplay-Ausschnitte. So, Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall drin in der Runde Team Deathmatch auf Crossbow Strike. Ja, Leute, ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie sich die Waffe spielt. Leute, das ist auf jeden Fall wieder der Vorführeffekt gewesen. Ich werde euch einfach mal die besten Szenen zusammenschneiden, Leute. Ich werde das nicht so wie ein Live-Commentary wie die ganzen anderen Videos machen, wie ich es immer mache. Genau, Leute, ich hoffe, ich kann euch von der Waffe überzeugen und dass ihr es ja auch selber nachmacht und mir dann bitte mal in die Kommentare schreibt, wie ihr die Waffe findet, ja. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, Clips ab. Ja, auf Distanz ist die Waffe im not so good, Alter. Aber habe ich auch gesagt in dem einem hier Setup, also im Klasseneditor gerade eben, dass die Waffe auf Distanz wirklich nur gut ist, wenn du wirklich richtig gutes Aim hast. Schön, schön. Sehr geil. Nein, da habe ich fast veraimt. Ein Eckenhänger. War hier nicht noch einer? Ja, Leute, aber wie ich eben schon erwähnt, die Waffe ist wirklich meiner Meinung nach nichts für Anfänger, ja. Wirklich nur, wenn ihr richtig, ja, schon ein bisschen Aim am Start habt, ja. Also für Anfänger, da empfehle ich euch wirklich die AKU, MP5. Hab kann man auf jeden Fall einsetzen. Alter, was ein Eckhänger und ich sehe ihn einfach nicht, Alter. Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall ein schönes 33 zu 9. Da war auf jeden Fall der ein oder andere Tod dabei, der eigentlich ja hätte vermieden werden können. Hier sehen wir auch mich als besten Moment. Ja, Leute, an der Stelle bedanke ich mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Falls du dich für weitere Klassen-Setups oder COD-Videos interessierst, kannst du gerne mal den Kanal abchecken. Da findest du auf jeden Fall das ein oder andere Video. Ja, an der Stelle, Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ey, ey, ey.